Wie schaffen wir es, diese Leute in die Moschee zurückzubringen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und da siehst du, die, wenn ich die meisten Leute frage, gibt's keine Dings. Ich sage es dir ganz klar, was es sein muss. Man muss Daueraktivitäten anbieten. Und was heißt Daueraktivität? Ich komme manchmal in eine Moschee, dann sitzen da fünf, ich meine, heute, das war kurzfristig, der Bruder hat mir vor 2 oder 3 Tagen Bescheid gesagt, ne? Und ich bin einfach hier vorbeigegangen, ohne Werbung, ohne alles, ja? Ich komme manchmal in eine Moschee, da sitzen 100 Mann, manchmal 50 Mann. Ja, manchmal, da haben die keine Werbung gemacht, bis einen Tag vor dem Vortrag. Das heißt, ich mache samstags einen Vortrag in der Moschee, dann sagen die am Freitag, ja, wir wollten auch sagen, morgen kommt Pierre Vogel hier in die Moschee. Ja, was haben die denn gedacht, wer da kommt? Haben die gedacht, dann können die Leute, die da auf der Straße sitzen, die Mädchen, die kein Kopftuch tragen, die Jungs, die eine Freundin haben, die Zuhälter sind, die Drogendealer sind, haben die gedacht, die können die in die Moschee bringen? Wir gehen nicht in die Moschee, um die Heiligen zu rufen. Wir sind gekommen, um die Sünder zu rufen. Nur das kannst du nur mit Dauer schaffen. Kannst du nur schaffen, indem du Werbung machst. Guck mal, wie viel Werbung gemacht wird. Für alle möglichen Dinge. Jeder, der was erreichen will, der versucht Werbung zu machen, der versucht die Leute zu bringen. Deswegen wisst ihr was, und ich gebe euch die Garantie. Lass mich einen Vortrag hier machen, wir machen die Werbung. Bruder, dann stehen die Leute bis da draußen, wenn man richtig Werbung macht. 10.000 Flyer werden verteilt, Plakate werden dran gemacht. Weil da sagen die, ach ja, guck mal, da ist etwas. Ansonsten kommt keiner. Man kann nicht darauf warten, bis sich jemand in die Moschee verirrt. Oder hast du gedacht, hier draußen, der geht über die Ringe und dann sagt er, ach, boah, ich bin schon in der Moschee drin, ist heute auch zufälligerweise ein Unterricht von Pierre Vogel, jetzt können wir was vom Islam mitkriegen. Das wird nicht passieren. Aber das ist, was viele Leute denken. Wir können nur etwas schaffen, indem wir auf die Leute zugehen. Indem wir auf die Leute zugehen. Jetzt guck mal in Düsseldorf. Du stehst mitten in der Stadt mit einem Dauerstand. Da kommen die ganzen Leute vorbei. Muslime, nicht Muslime. Glaub mir, wisst ihr, was ich dort gesehen habe an dem Tag? Versteht die Leute... Die sind 100.000 Kilometer weit weg von dem Islam. Kannst du dir das vorstellen? Wisst ihr, auf welchem Niveau wir sind? Manche Leute, die erzählen mir Ichtilat. Ichtilat? Achi, wir sind auf dem untersten Level. Hör mal, da kommen Mädchen zu mir, die sagen zu mir, können wir ein Foto zusammen machen? Ich kenne dich vom Internet. Ich kriege einen Brief, verstehst du? Nichts. Warum? Weil die kennen die Religion nicht. Wir müssen auf die Leute zugehen. Wenn man dort in der Innenstadt steht, wisst ihr, wie das war? Ein kleines Zelt, vorne ein Mikrofon am Reden. Die Leute können sich in das Zelt sitzen, hier etwas zu essen und zu trinken, umsonst. Und dort ein Stand mit Büchern und Heften und CDs. Da kommen so viele Leute vorbei, die diskutieren mit dir. Manche, die wollen mit dir streiten, aber die gehen direkt wieder. Aber viele Muslime kommen. So, wenn du jetzt sagst, guck mal hier, Muslim. Wie gesagt, zwei Mädchen, die kommen zu mir, die wollen Gebet lernen. Die haben Liebe für die Religion. Aber wer bringt ihnen den richtigen Weg bei? Dann sagst du zu denen, wisst ihr was? Wir haben am Wochenende da und da und da gibt es einen Unterricht. Bumm. Ausgehangen. Überall Ausgang. In den Läden. In den Geschäften. Muslimische Geschäfte. Du gehst zu jedem muslimischen Geschäft, machst ein Plakat. Muslimischer, islamischer Unterricht auf deutscher Sprache, dann und dann. Wisst ihr, wie viele kommen werden? Wir machen ein Seminar, Gebet, lerne das Gebet. Wisst ihr, viele kommen werden, die wollen mal das Gebet lernen, die wissen es nicht, glaub es mir. Wir haben draußen Leute, die können noch nicht mit die Shahada. Bruder, ich habe einen 14-jährigen Marokkaner getroffen, der konnte die Shahada nicht aussprechen. Kannst du dir vorstellen, soll ich den Muslim nennen? Ich kann Shahada nicht aussprechen, ich habe dir die Shahada beigebracht. Ich habe gesagt, du kannst jetzt nach Hause gehen zu deinen Eltern, kannst sagen, heute ist ein deutscher Muslim zu mir gekommen, der hat mir die Shahada beigebracht. Nach 14 Jahren haben wir es geschafft. Aber wichtig ist, Brüder, wir müssen auf die Leute zugehen. Wir können nicht warten, wir können nicht etwas anbieten und dann warten, bis die Leute kommen. Oder mitten in die Stadt stellen. Kannst du dir vorstellen, mitten in der Stadt, du stehst auf der Hohen Straße, machst so ein Ding, und da war Stand, da kommen am Tag 10.000 Leute vorbei. Den Allah recht leiten will, der kommt vorbei. Gibst ihm ein Buch, erzählst ihm was, tick, tick, manchmal die Worte, pam, die gehen direkt ins Herz rein. Aber man muss sich bewegen. Haraka Baraka. Verstehst du, wenn du Bewegung machst, kommt die Baraka, kommt der Segen. Aber das Problem ist, Brüder, wirklich, das Problem ist, wir müssen uns bewegen.